Der Tag der Beerdigung von Ruth Wohlschlegel wurde zu einem großen Ereignis voller Trauer und Erinnerung. Alle versammelten sich an ihrer letzten Ruhestätte, wo ihre Seele für immer ruhen wird. Der friedliche und feierliche Raum des Friedhofs wurde zu einem Treffpunkt, an dem man seinen Schmerz teilte und dieser talentierten Schauspielerin Respekt entgegenbrachte. Ruth Wohlschlegel, geboren am 4. Dezember 1955 in Gengenbach, hat die deutsche Film- und Theaterkunst nachhaltig geprägt. Mit ihrem künstlerischen Weg von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg zum Lee Strasberg Institute in Los Angeles blickt sie auf eine abwechslungsreiche und beeindruckende Karriere zurück. Von ihren Anfängen auf der Bühne des Schauspielhauses Bochum, der Freien Volksbühne Berlin bis hin zu den Wuppertaler Bühnen hat Ruth Wohlschlegel große Erfolge erzielt und zur Entwicklung der darstellenden Künste beigetragen. Als Schauspielcoach gibt sie nicht nur ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter, sondern bildet auch die jüngere Generation von Schauspielern durch ihre persönlichen Schauspielworkshops am Wörthsee in Bayern und in der Pasinger Fabrik in München aus. Ruth Wohlschlegels künstlerisches Leben beschränkt sich nicht nur auf Bühnen und Theater, sondern erstreckt sich auch über zahlreiche Film- und Fernseharbeiten. Mit mehr als 20 Werken in ihrem Portfolio hat sie ihr vielfältiges künstlerisches Können und ihre unglaubliche Professionalität unter Beweis gestellt. Im Februar 2024 verließ die Seele von Ruth Wohlschlegel diese Welt und hinterließ eine große Lücke in den Herzen der Fans und der Künstlergemeinschaft. Ihre Beerdigung fand in einer Atmosphäre der Trauer und Trauer aller Anwesenden statt. Freunde, Kollegen und Fans kamen von überall her, um sich endgültig von dem talentierten Künstler zu verabschieden, der sie verlassen hatte. In Reden und Gedenkfeiern wird das Leben und Werk von Ruth Wohlschlegel gewürdigt. Kollegen erzählten von Erinnerungen und Bildern der Schauspielerin, wie Tourneen, beeindruckenden Auftritten und Geschichten hinter den Kulissen. Die Emotionen während der Zeremonie waren ansteckend, da alle auf die wunderschöne künstlerische Reise zurückblickten, die Ruth Wohlschlegel mit ihnen geteilt hatte. Die bei Beerdigungen vorgetragenen Musikstücke und Gedichte sind nicht nur Symbole der Zuneigung und Erinnerung, sondern auch eine Möglichkeit, den verstorbenen Künstler zu ehren. Die traurigen Melodien und tiefgründigen Worte berührten die Herzen aller, während sie den Schmerz des Verlustes teilten und ihre Dankbarkeit gegenüber Ruth Wohlschlegel zum Ausdruck brachten. Als der Tag der Beerdigung schließlich zu Ende ging, verließen alle den Friedhof mit traurigem Lächeln und tiefem Schmerz in der Seele. Ruth Wohlschlegel hinterließ ein beispielloses Erbe, nicht nur in ihrer Kunst, sondern auch in den Herzen, die sie berührte. Obwohl sie nicht mehr da ist, werden der Name und die Zuneigung zu dieser talentierten Künstlerin bestehen bleiben. Goldene Strahlen der letzten Sonne des Tages laufen durch am Himmel schwebende weiße Wolken und schmücken das Gemälde von Ruth Wohlschlegels Beerdigung. Ihre letzte Ruhestätte ist zu einem Ort der Trauer und des Gedenkens geworden, an dem Menschen zusammenkommen, um ihre Trauer zu teilen und ein der Kunst gewidmetes Leben zu ehren. Das Theater in Gengenbach, wo Ruth Wohlschlegel ihre Karriere startete und wo ihr Leben begann, wurde zu einem Ort, an dem besondere Erinnerungen an diese talentierte Schauspielerin bewahrt werden. Es kamen Menschen aus allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten, von denen jeder ein Stück Erinnerung und eine einzigartige Hommage mitbrachte. Das Begräbnisgemälde beginnt mit tausenden reinweißer Rosen, jede davon als Symbol für die Reinheit und Zartheit von Ruths Kunst. Ihre Künstlerkollegen, die beide schwierige und glückliche Zeiten auf der Bühne durchgemacht haben, bieten ehrliche Porträts der gemeinsamen Momente. Die Beerdigung fand in einer feierlichen und optimistischen Atmosphäre statt, doch dahinter stand auch der unausgesprochene Schmerz der Hinterbliebenen. Ruths Familie saß mit traurigen Gesichtern,
aber voller Geduld in der ersten Reihe und erhielt von allen um sie herum Mitgefühl und Zuspruch. Beruhigender und berührender Gesang erfüllte die Luft, dargeboten von Künstlern und engen Kollegen von Ruth. Die ausgewählten Lieder feiern ihre besten Momente auf der Bühne und im Leben und erfüllen die Luft mit Musik und Emotionen. Reden und Reden von Menschen, die Ruth nahestanden, waren tiefe Würdigungen und schilderten ihre Zuneigung, ihr Talent und ihr Engagement für die Kunst. Es werden Geschichten von lustigen Situationen, schwierigen Zeiten und großen Erfolgen erzählt, die nicht nur die Erinnerung an die talentierte Schauspielerin, sondern auch an die herzliche und Genau, oben die Geraden, links und rechts schräg runter. Ich spreche jetzt mal spaltenweise, in jeder Spalte noch die Geraden. Ne? 10, 28. So, und dann merkt man, es wechselt sich so ab, die brauche ich nicht betrachten. So, so. So, ne? Also, welche Zahlen sind übrig geblieben? Die. Kontrollieren Sie mal, ob wirklich alle Zahlen teilerfremd zur 36 sind. Muss ja, wir haben ja alle Vielfachen der 2 und alle Vielfachen der 3 gestrichen, ne? So. Wie viele sind es? Habe ich alle? Die 11 fehlt noch. Ah, da ist die 11, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Wenn wir uns dieses Schema mal aufschreiben für m mal n. Ja? Wir wollen das für m mal n Zahlen machen und die Voraussetzung ist immer, m und n sind teilerfremd. Also kann ich hier anfangen mit 1, 2, 3 und so weiter, Punkt, 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 bis n. So, in der nächsten Reihe kommt dann n plus 1, n plus 2, n plus 3 und so weiter, bis 2n. Dann habe ich hier 2n plus 1, 2n plus 2, 2n plus 3 und so weiter, bis 3n. Ne? Hier hinten haben wir 9, 18, 27, das sind gerade die Vielfachen des einen Faktors. Bis hier unten, also hier unten ganz am Ende, steht dann m mal n. Ne? Hier steht m minus 1 mal n. Das heißt, diese in der letzten Zeile, in der ersten Spalte steht m minus 1 mal n plus 1, m minus 1 mal n plus 2, m minus 1 mal n plus 3 und so weiter, so bis hin zu m mal n. Jetzt haben wir uns alle Zahlen systematisch aufgeschrieben, genauso wie hier, und Voraussetzung, m und n sind teilerfremd. So. Jetzt weiß ich, es gibt phi von n teilerfremde Zahlen zu n im Bereich von 1 bis n.